Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Hi, ich bin Michael Simons. Was steht auf deiner Visitenkarte? Eine Visitenkarte habe ich nicht. Hätte ich eine, würde aktuell Staff Software Engineer draufstehen. Ich arbeite bei Neo4j, dem Hersteller der gleichnamigen Graphendatenbank, und meine Aufgaben umfassen alles, was mit Object Graph Mapping im Java Client Bereich zu tun hat. Sowohl innerhalb des Spring Ecosystems, insbesondere Spring Data Neo4j, als auch in Frameworks wie Quarkus und Helidon. Darüber hinaus bin ich Autor eines Datenbank-Refactoring-Tools, ebenfalls von Neo4j, und der CypherDSL. Das ist ein Fluent Builder, um Abfragen in Cypher zu generieren. Cypher ist unsere Datenbank-Abfragesprache für die Graphendatenbank. Vor einiger Zeit habe ich mal so ein bekannteres Buch über Spring Boot geschrieben, heißt auch Spring Boot 2. Und in meinem Mastodon-Profil steht aktuell Vater, Ehemann, Entwickler und Athlet, was einen ganz guten Überblick gibt. Wie bist du da hingekommen? Tja, mein Lebenslauf ist quasi öffentlich auf LinkedIn einsehbar und auch genauso überschaubar. Ich habe gute 15 Jahre in einer kleinen Aachener Firma im Bereich der Energiewirtschaft gearbeitet, eine kurze Zeit lang als Berater bei InnoQ und seit nun knapp 5 Jahren bei Neo4j. Alles in allem eher untypisch für die heutige Zeit, würde ich sagen, in der viele, viele Anstellungen oft sehr kurz oder auch nur projektbezogen sind. Bin damit aber ganz glücklich, das hat, glaube ich, meiner Karriere nicht geschadet. Ich habe nach dem Abitur ein Fachhochschulstudium Technomathematik parallel mit einer Ausbildung zum mathematisch-technischen Assistenten begonnen. Der Ausbildungsberuf, der wird, glaube ich, immer noch angeboten und heißt heutzutage mathematisch-technischer Softwareentwicklerin. Das Studium gibt es in dieser Form, soweit ich weiß, nicht mehr. Ich fand die Theorie damals mit konkretem Praxishintergrund sehr gut für alles, was später kam. Ist mir sehr entgegengekommen, weil ich nach der Schule einfach etwas Konkretes machen wollte. Wichtige andere Eckpfeiler in dem ganzen Thema? Ich würde sagen, ich habe Glück gehabt mit allen Firmen, in denen ich beschäftigt war. Der Vertrag, Lebenszeit gegen Geld zu tauschen, wurde in allen Fällen, finde ich, von allen Partnern korrekt umgesetzt, mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Ich persönlich finde, das prägt einen Menschen, der irgendwie jung nach dem Studium anfängt, doch sehr, wenn Arbeit und Eigeninitiative wertgeschätzt und gefordert wird. Als meine damalige Firma sich mehr und mehr von Oracle Client Server Architektur löste, betrat ich das Java und Spring Umfeld. Relativ spät muss gesagt werden, aber dafür umso schneller. Der Moment, wo ich für mich den Wert von Open Source, kollaborativen Werkzeugen wie Git und GitHub und den Wert von Communities erkannte, war augenöffnend und auch ein Eckpfeiler. Es hat mich irgendwann dazu gebracht, Contributor in zahlreichen Open Source Projekten inklusive Spring Boot und Quarkus zu werden, zu einem Buch über Spring Boot und schlussendlich zu einem Job in einer Open Source Firma. Im selben Handlungsstrang, bisschen parallel dazu, waren mehrere ISAQB Schulungen und schlussendlich Zertifizierungen MIP und durch Gernot Stark und Peter Ruschka Meilensteine. Wir haben zusammen, also meine Firma und ich, haben erfolgreich ARC 42, ein Software-Architektur-Template, in verschiedenen Projekten eingesetzt. Und auch darüber habe ich geschrieben, zusammen mit der erwähnten Gernot und anderen Autoren wie Stefan Zörner und Ralf Müller. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ja, ganz einfach, der Zufall. Meine Interessen lagen und liegen tatsächlich in Geschichte und Philosophie. Ich habe früher mal eine Zeit lang Chemie gemacht, aber da habe ich zu viel vergessen. Ich habe immer gerne Videospiele gespielt, kann aber nicht mit einer Geschichte kommen, à la habe mit 8 mein erstes Programm oder so geschrieben. Auf die Ausbildung, das Studium, hat mich mein damaliger Mathematik- und Religionslehrer aufmerksam gemacht. Und es klang irgendwie super. Und ja, ich bin irgendwie dort hängen geblieben. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Ich denke, sowohl im Kleinen als auch im Großen wird sich eine Architektur in Libraries und Programmen, Systemen zwangsläufig ergeben. Ich kann das bis dahin ignorieren, das Nachdenken sein lassen, muss dann aber damit leben, was sich ergeben hat. Oder ich kann versuchen, das planvoll anzugehen oder vorzugehen. Planvoll in dem Sinne, dass natürlich die Anforderungen andere sind an große Systeme als wie in Libraries. In der Vergangenheit habe ich für größere Systeme viel nachdokumentiert und mit Softwarearchitektur, wahrscheinlich oft eigentlich Softwarearchäologie, betrieben. Bin mir sicher, dass das nicht nur in den Projekten, die ich damals betreut habe, der Fall ist, sondern auch in ganz vielen anderen Projekten. Heutzutage produziert das Team, in dem ich arbeite, viele Komponenten, die Teil von echten Programmen werden. Also Libraries, die andere Menschen einsetzen, um darauf
aufbauend Anwendungen oder Systeme zu entwickeln. Daher liegt da mein Fokus eher auf Nachhaltigkeit im Sinne des Open-Close-Principle. Aus unserer Perspektive möchte ich Programme produzieren, die ich warten und erweitern kann, ohne dass ich ständig Breaking Changes auf Benutzer abwälze. Und ich möchte genauso sehr verhindern, dass BenutzerInnen und andere Entwickler unseren Code so benutzen, dass sie aufbauend auf internen Erweiterungen schreiben. Also eigentlich Standards. Also es ist Softwarearchitektur im Kleinen, die ich betreibe, im Library-Sinne, nicht im System-Sinne. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Kann mich nicht an einen ganz besonders schlimmen Moment erinnern. Persönlich finde Micromanagement ganz furchtbar. Da gab es ein, zwei Momente, mit denen ich nur sehr schwer umgehen konnte. Mein persönlich größtes Problem ist, dass ich es auch heute noch manchmal überhaupt nicht schaffe, einen Strich zwischen Arbeit und Persönlichem, das muss aber jetzt noch perfekt funktionieren, zu ziehen. Und das artet dann manchmal in übertrieben langen Arbeits-, aber nicht unbedingt produktiven Zeiten aus. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Da möchte ich zwei Dinge erwähnen. Ich kann sehr gut Probleme erkennen und benennen und nicht nur einfach Lösungen anbieten, für die noch Probleme gesucht werden müssen. Ich glaube, daran krankt es oftmals in unserer Branche, dass Leute eigentlich gerne Lösungen produzieren wollen, ohne unbedingt ein Problem in der Hand zu haben. Darüber hinaus fällt es mir leicht, mich in unterschiedliche fachliche Domänen einzuarbeiten. Und ich finde das an unserem Beruf so toll, dass wir mit diesem Wissen aus Informatik und Software in unterschiedlichsten Domänen einen Beitrag leisten können. Das heißt natürlich nicht, dass wir für alle Probleme unter der Sonne irgendwie schnell mal einen Hackathon machen können und danach steht die Lösung da. Das ist natürlich auch Quatsch, aber wir können dazu beitragen. Das macht mir einfach Spaß. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Das ist zum einen Schema-Design für Schema-Free oder Schema-Less-Datenbanken und Sprachdesign. Und weiterhin möchte ich dafür sorgen, dass Neo4j in allen relevanten Java-Frameworks gut vertreten ist. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ich verstehe die Frage nicht. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Männchen sind super, Netzwerken und Communities sind nicht zu deinem Schaden und nicht alles musst du alleine machen. Schlag ganz früh Sunken-Cost-Fallacy nach. Nicht alles muss perfekt durchgeplant sein. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ich könnte diesen Ratschlag auch genauso gut meinem 18-jährigen Ich geben. Verwechselt nicht das Ergebnis eurer Arbeit mit eurer eigenen Wertigkeit. Zieht Kraft und Anerkennung aus vielen Dingen, am besten aus euch selber. Externe Anerkennung geht genauso schnell wieder vorbei, wie sie kommt. Im schlimmsten Fall steht ihr sonst leer da. Ihr seid weder eure Arbeit noch der Code, den ihr schreibt. Diese Haltung, eine gewisse Grunddistanz, macht viele, manchmal auch für manche Menschen, unangenehme Dinge einfacher. Zum Beispiel Code-Reviews, Kritik geben und empfangen. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Lesen, Sport und analoge Spiele spielen. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dieses Interview geben zu können.